Wer weiß besser, was Kinder am liebsten für ein Spielgerät haben als Kinder selbst? Mit diesem Gedanken im Kopf ergreift ein Mitarbeiter der Firma Holzcenter Weiß in Flachau die Initiative, die diesen Spielturm zum Ergebnis hat. Dadurch, dass ich selber zwei Buben habe, die mich daheim mit Zetteln überhäufen, Papa, ich habe dir das zeichnet, Papa, ich habe dir das zeichnet, ist mir halt eigentlich irgendwann die Idee gekommen, warum zeichnen sie nicht einmal einen Spielturm, wie sie haben wollen. Und ich habe das mit der Geschäftsführung dann abgesprochen, mit dem Chef und mit dem Geschäftsleiter, und die waren sofort begeistert davon, und so ist das Projekt entstanden. Zahlreiche Kindergärten werden besucht und auch per Facebook wird das Projekt vorgestellt. Die Kinder sollen ein Spielgerät nach ihren Vorstellungen zeichnen. 2 Monate haben sie Zeit, um ihr Projekt beim Holzcenter Weiß einzureichen. Es haben mitgemacht ungefähr 20 Kindergärten. Und so im Schnitt waren 20 bis 50 Zeichnungen pro Kindergarten. Jede Gruppe, jedes Kind. Teilweise haben Kinder 2, 3 Zeichnungen gemacht. Es sind Gruppenarbeiten gemacht worden auf Leinwand. Es ist bastelt worden mit Holz. Gewonnen hat diesen Wettbewerb der Kindergarten in Reitdorf. Der Spielturm wurde von Felix Xenger gezeichnet, rechts in der blauen Jacke, mit Unterstützung seines Onkels Hans. Die oberösterreichische Firma Silberholz aus Offenhausen bei Wels baut das Spielgerät. Sie hat darin bereits viel Erfahrung, sowohl im privaten als auch im kommunalen Bereich. Die Firma Weiß stellt das Material kostenlos zur Verfügung und wir, Firma Silberholz, werden mit unserem Know-how diese Zeichnungen schauen, dass wir verwirklichen können, natürlich mit allen Sicherheitsaspekten laut ÖNorm ENF 76, die für die Spielgeräte verantwortlich ist. Und dann werden wir, unser Part ist der, das einmal technisch auszureifen und zu entwickeln und dann natürlich montieren und vor Ort hinstellen. Gesagt, getan. Der Spielturm wird aufgestellt und im Rahmen einer Feier offiziell an den Kindergarten Reitdorf übergeben. Seitens der Gemeinde ist man über solche Aktionen erfreut. Wenn man dann so einen großartigen Spielturm bekommt, den man sich wahrscheinlich selber nicht so leisten kann, dann freut man sich umso mehr. Und gerade die Firma Holzcenter Weiß, unser größter Betrieb und unsere Gemeinde, der so viel macht im Bereich Holz und sich jetzt eben auch da, für Spieltürme da einsetzt, dann freuen wir uns sehr. Auch bei den Kindern kommt der neue Spielturm sehr gut an. Jeden Tag wird er genutzt, wirklich jeden Tag. Auch von den Schulkindern, die was voriges Jahr dabei waren bei diesem Wettbewerb. Und man sieht einfach jeden Tag, wie begeistert die Kinder sind. Wir haben noch keine Schaukel da gehabt, wir haben kein Spielhaus da gehabt, wir haben kein Klettergerüst gehabt. Und wir haben wirklich alles bekommen, was wir uns gewünscht haben. Und das ist einfach wirklich wundervoll. Und ihre Freude bringen die Kinder in einem Lied zum Ausdruck. Kost.